Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier auch schon ein bisschen was vorbereitet, also nicht, dass ihr euch wundert, warum da eine alte Konsole liegt und so. Ich werde jetzt von oben lang wegarbeiten. Ich habe nämlich hier zwei von Ligavo, einmal den, wo haben wir denn da, den RGBH. HV, VGA, 2 HDMI-Konverter 2D zu 3D. Das ist einmal der. Und dann haben wir den S-Video CVBS to HDMI-Konverter Scala 2D zu 3D. Das ist dieser hier. Seht ihr das? Ja, seht ihr. So. Das 3D kann ich euch nur zeigen, dass es funktioniert. Ich kann euch, ja, kann das dann anschalten. Ich selber kann momentan mit meinem neuen Fernseher immer noch kein 3D benutzen. Die sehen so identisch aus an sich, bloß auf der Rückseite unterscheiden sich und vorne an den den Knöpfen. Ich denke mal, welchen nehmen wir denn da? Ich nehme erstmal den, genau, ich nehme erstmal den S-Video. Weil der hat hier noch was Besonderes, deswegen habe ich extra die NES-Konsole hergelegt. Der hat nämlich einen NES-Mode drin. Das werden wir uns nachher alles angucken. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem Unboxing, mit dem Auspacken. So. Oh, auch Plastikgehäuse. Vorne haben wir vier Schalter. Okay, das kommt aber alles im Unboxing. Im Hardware-Video. Deswegen machen wir das jetzt erstmal alles hier schön weg. Ihr bekommt halt das Gerät dazu, ihr bekommt eine Anleitung dazu und ihr bekommt den Stromkabel. Die Anleitung will ich auch gleich mal im Unboxing noch erwähnen. Die ist immer bei Ligavo immer viersprachig. In Englisch, hier sind sehr mehr Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. In fünf Sprachen. Waren das immer schon fünf? Doch, Italienisch war auch immer mit bei. Doch, immer in fünf Sprachen, genau. Immer in fünf Sprachen. Und gut erklärt. So, das war jetzt auch schon fürs Unboxing. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video und danach im Hardware-Check, wo wir es dann auch mal benutzen werden. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.